Ja, Carola Howald, eine Goldmedaille um den Hals. Realisiert Sie schon, dass das etwas Besonderes ist? Oder ist das noch gar nicht so richtig angekommen? Es ist wirklich, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Auch, dass wir hier so eine Leistung mit 14-0 hergebracht haben, ist irgendwie noch nicht so realisiert und muss es schon noch ein bisschen zuerst verarbeiten. Aber riesig cool, haben wir wieder eine Medaille mit teilen. Sie sieht zwar viereckig aus, aber sie ist Gold. Definitiv, Gold ist Gold. Und haben Sie das schon feiern in Kanada? Oder kommt das erst jetzt noch? Oder kommt das überhaupt? Hat man Zeit, um eine grosse Party zu machen? Also wir sind, nachdem dass wir den Titel geholt haben, sind wir zuerst gemütlich zusammen gegessen. Und dann sind wir in ein Irish Pub gegangen und haben dort oben ausklingen lassen. Und jetzt haben wir eigentlich gar nicht gross Zeit gehabt, weil wir sind nur im Flieger waren. Jetzt noch zum auf Ihre Rolle zu sprechen kommen. Jetzt ist ja natürlich in Peking nicht alles optimal gelaufen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat es da vielleicht auch noch ein bisschen mentale Arbeit gebraucht? Oder wie sind Sie damit umgegangen? Alle anderen haben gesagt, ja, der Druck war eigentlich nicht wirklich da gewesen. Es war ein Turnier gewesen wie jedes anderes, Neustart. Wie sehen Sie das? Das sehe ich eigentlich auch genau so. Es war für mich sicher etwas speziell, weil ich ja nachher zwischen den Olympischen Spielen und nach dieser WM habe ich mit meinem eigenen Team die Schweizer Meisterschaft gespielt. Sie sind vorzeitig ausgeschieden. Und für mich hat die ganze Saison eine Doppelfunktion gehabt, bei meinem eigenen Team und bei diesem Team. Ich habe auch die Unterschiede gesehen. Aber das Team hat es mega gut gemeistert und war voll ready, für die WM zu rocken. Sie haben den Unterschied angesprochen, haben Sie da auch profitieren können, so ein bisschen etwas anschauen und denken, das kann ich dann in meinem eigenen Team vielleicht auch so machen, oder wie ist das, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich sehe jetzt wirklich den Unterschied, dass Cindy Rinzoni, wie die Trainingsqualität halt auch ist, ja, können in einem Pre-Camp mit ihnen auch trainieren, jetzt an den letzten Events, das war sicher mega toll gewesen und hat auch eben weitergeholfen in meiner persönlichen Entwicklung und bin nur mega dankbar dafür, ja. Jetzt sind Sie natürlich da, sind Sie dabei gewesen. Und wie können Sie das einschätzen? Was sagen Sie, was macht auch Ihre Mitspielerinnen so stark, dass sie unbezwingbar sind auf Weltmeisterschaften? Ja, es ist wirklich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist nicht nur ein spezifischer Punkt, was sie super machen. Das, was ich einfach mitbekomme, dass die ganze Teamdynamik die stimmt. Und, ja, es sind alles Spielerinnen, die auf Top-Niveau spielen und das vereint, hat jetzt einfach das beste Team gegeben und das ist mega toll, ja.